Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ich möchte euch mal eine Webseite vorstellen. Die habe ich vorgestern oder so, oder vorvorgestern, weiß ich gar nicht genau, vor ein paar Tagen, durch einen dummen Zufall gefunden. Weil ich wegen Intros, was ich geguckt habe, ich habe ja keinen After Effects mehr. Und ich würde gerne mir neue Intros machen oder beziehungsweise ein schönes Intro haben wollen und es dann für alle Videos einfach nehmen. Irgendwas kurzes, knappes, so zwischen, was weiß ich, 10 bis 20 Sekunden oder so, hatte ich mir gedacht. Und bin dann auf diese Seite aufmerksam geworden. Und die möchte ich euch gerne mal vorstellen. Hier wird auch irgendwo Werbung sein. Das blende ich mal zur Sicherheit ein, weil die haben gesagt, ich habe die dann mal angeschrieben, wie das aussieht. Und die haben gesagt, wenn ich das Video mache und denen das gefällt, dann könnte ich eventuell einen Intro meiner Wahl gratis bekommen. Also ein Code dafür. So, und das würde ich euch gerne nämlich mal zeigen. Da habe ich gedacht, ne, ich wollte das Video ja sowieso machen. Klar, warum nicht? Ihr könnt auch hier Logos erstellen. Also ist nicht nur Intros. Ihr könnt Logos erstellen, Intros erstellen, längere Videos erstellen. Kostet dann aber halt was. Also ihr könnt praktisch ein Logo erstellen und das danach bezahlen. Einzeln nur dieses Logo. Oder ihr könnt halt so ein Monatspaket holen. Das zeige ich euch jetzt mal. Hier pro Monat hier zum Beispiel 14 Euro. Aber wichtig sind halt hier die hinteren Bäden, sind für mich wichtig. Weil da haben wir 1080p Videos. Hier haben wir 30.080p Video und hier 50 pro Monat, die wir machen können. Also ich müsste jetzt nicht 30 oder 50 Videos pro Monat hier. Also mir würden insbesondere ausreichen, aber ja, wenn wir hier bei 37 Euro und bei 49 Euro. Und dann haben wir hier noch... Na, hat er das jetzt nicht genommen? Ne, hat er nicht genommen. Haben wir auch noch die Pro-Version. So, hier 1080p. Haben wir hier auch noch. Also hier, also haut schon ein bisschen drin, klar. Und hier könnt ihr euer Logo erstellen. Das will ich nur mal kurz anreißen, weil eigentlich geht es auf die Intros zu. Ich habe auch schon etliche Intros gemacht. Ich werde euch meine Liste nachher auch noch zeigen. Und werde noch ein separates Video dazu machen. Falls ich da wirklich eins gratis bekommen kann, könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen, weil ich weiß noch nicht, welche das wird. Wir nennen uns jetzt einfach mal nicht Herr, wir nennen uns einfach Odin. Odin. Mein Logo. So, worum geht's bei meinem Gaming natürlich? Gaming, YouTube. Talk. Livestreams. Da habe ich wieder was geschrieben, oder? Ne, ist okay. Livestreams, Gaming, YouTube, Talk, Livestream, Tutorials, Technik und Technik. So, und dann sagen wir einfach mal hier, Rechner mal. Dann können wir uns hier noch eine Schriftart auswählen. Ich nehme die hier, die sieht gut aus. So. Und dann wird euch hier so einiges vorgeschlagen. Hier unten könnt ihr dann auch sehen, wie es auf dem Blatt Papier aussieht, wie es oben aussieht. Oder hier auf so einem Block, auf so einer Hülle aussieht. Oder hier Logo auf einer Visitenkarte. Wir können auch hier zum Beispiel, das ist jetzt vom Gaming-Bereich. Wegen Talk haben wir dann sowas. Papierflieger. Hier auch wegen Talk. Das gefällt mir. Das sieht ja auch nicht mal so schlecht aus. Das könnte man als Bild nehmen. Ne, das nicht. Also das hier fällt mir. Das hier fällt mir schon. Das könnte man vielleicht als Bild nehmen in einer Thumbnail zum Beispiel. So, dann können wir hier auf Customize und dann haben wir jetzt hier, können wir jetzt, also ich finde mit der Schriftart finde ich das eigentlich ja nicht mal so schlecht. Wir können natürlich jetzt auch sagen, wir wollen dicke Schrift. Ja, da haben wir dann halt viele Schriftarten zur Auswahl. Dann nehmen wir die hier. Oder ne, die hier, die nehmen wir. Und dann können wir auch noch was dazu schreiben, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Odins Tests dazu schreiben. Das seht ihr dann hier unten ganz klein. So,
Dann können wir Color, wir können auch die Farben hier einzeln auswählen. Und wir können auch vorgefertigte nehmen. Wir können jetzt hier zum Beispiel den Text in Schwarz. So, zurück. Und das wollen wir in Blau. So. Das ist dann hier unten, das seht ihr das? Da. Und Icons wollen wir auch. Will ich mal gucken, wie das sieht denn das aus? In Blau. Und in. Ne, Quatsch, zurück. Achso, die macht er dann in dem Blau. So, und hier machen wir dann nochmal Schwarz. Und den Background können wir auch ändern, zum Beispiel in Grün. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Hat er nicht genommen. So. Was denn? So. Achso, das hat er jetzt nur kurzzeitig. Okay. So. Und dann würde das so aussehen. Und da hätte er dann ein Logo. Aber darum soll es ja nicht gehen. Das kann man halt hier auch machen. Wichtig ist, also wir haben jetzt, es steht schon wieder auf Englisch, müssen wir erstmal wieder auf Deutsch stellen. So, dann haben wir Video machen, Website entwerfen. Also das hier war ich eigentlich noch gar nicht drin, lernen auch nicht. Also für mich waren die beiden Dinger hier sehr interessant. Und jetzt gucken wir uns einfach mal hier das an. Und hier habt ihr verschiedene Intros. Also ihr seht, es ist wirklich ein Arsch voll an Intros. Ich sehe gerade was. Auch gar nicht mal so schlecht aus, aber egal. So, und das hier zum Beispiel, das weiß ich, das ist ein längeres. So, und hier steht ja zum Beispiel nicht da, wie lang das ist. Das ist 24 Minuten lang. Und hier seht ihr, welche die erstellt wurden. Aber normalerweise steht dann da, wie. So, ich nehme jetzt einfach noch mal. Ich hatte eben schon mal versucht, das Video aufzunehmen. Dann kam meine Tochter gerade rein und war sehr laut und deswegen musste ich das dann verwerfen. So, hier nehmen wir jetzt einfach mal dieses. Das geht 20 Sekunden. Wir können aber auch wählen die 10 Sekunden Variante. So, 10 Sekunden. Und dann steht hier ein bisschen was dazu beschrieben. Hier können wir uns die gleiche Intro angucken von anderen, wie das mit anderen Logos aussieht. Und wir können dann einfach hier auf Erstellen gehen. So, jetzt können wir das hier so ein bisschen größer oder kleiner machen. So reicht, finde ich das ganz gut. Dann können wir ein Image von URL nehmen, also irgendein Bild von Webseite her von irgendwo oder hochladen. Oder ich habe ja schon da, also nehme ich meine Files, nehme ich das und füge es ein. Nehmt da bitte auch wirklich Bilder, wo ihr die Rechte dran habt. Und nicht einfach irgendwas nehmen. So, Text können wir hier noch eingeben, weil das ist strafbar. Wenn man Logos oder irgendwelche Bilder klaut und die dann für sein Intro nimmt. Da müsst ihr aufpassen. Und YouTube würde das sowieso rausfinden und dann rausfiltern, wenn ihr die Videos zum Beispiel auf YouTube veröffentlicht. So, jetzt haben wir das so gemacht. Jetzt gehen wir als nächstes auf den Style. Wir gehen erstmal auf Found. Das können wir nicht machen. Das geht nur mit dem monatlichen Bezahlen. Also nicht, wenn man einmalig ein Video erstellt und das dann bezahlt. Da kann man dann, also das, bei manchen gibt es diese Funktion mit Schriftart, bei manchen nicht. Kommt drauf an. Aber bei denen, wo es halt wie hier bei diesem, wo es das gibt, können wir das nicht machen. Weil das gibt es nur, wenn man im monatlichen Abo ist. Also abonniert hat sozusagen. So, und dann haben wir hier Gold, Silber und so bläulich. Wir lassen jetzt mal Gold drin. So, das rendert jetzt. Gold und Silber seht ihr ja. Gold finde ich jetzt nicht so prall, weil da kommt nicht wirklich zur Geltung. Silber ist genau das gleiche. Kann ich euch auch mal zeigen. Wenn man dann einfarbiges Logo hat oder so, wo keine Farbe drin ist und nicht so viele Details und so, hier ist genau das gleiche, dann mag das gehen. Aber ich finde Blau finde ich hier richtig, richtig scharf. Das sieht richtig nice aus. So, da. Meine Farben sind alle da und hat so ein Glanzeffekt oben drauf. Ja, und dann können wir jetzt hier die Musik nehmen. Hier ist auch Musik vorgegeben. Eins ist mir aufgefallen, eben, wo ich das erste Video gemacht habe, das Rock.
Irgendwoher kenne ich das. Ich kenne irgendein YouTube-Intro, irgendeiner hat dieses, ich weiß aber nicht mehr wer. Ich kenne das jedenfalls. So, und hier ist natürlich meins. Ich füge mal hinzu. Ihr könnt die Musik nicht bearbeiten. Ihr könnt eure eigene Musik hochladen, aber ihr nimmt halt vom, wenn das ist jetzt hier hoch, 17 Sekunden das Lied. Ja, 17 Sekunden. Und wenn das Video 7 Sekunden ist, nimmt er die ersten 7 Sekunden. Ihr könnt da nicht den Regler hin und her machen. Wenn ihr da natürlich was eignet wollt, aus einem Lied, was euch gehört, wie jetzt Odin Master, hier, was ich hier vom Bassisten von Nemesis gemacht bekommen habe, und ihr wollt da zum Beispiel aus der Mitte oder am Ende was rausnehmen, müsst ihr euch das selber am PC erstmal ausschneiden und dann könnt ihr das hochladen und dann könnt ihr das nehmen. Ja, also hier habt ihr jetzt nicht die Möglichkeit, Musik irgendwie anzupassen. Ihr könnt auch ein Voice hochladen. Zack, bumm. Ja, und dann können wir dann halt so eine Sprachdatei hochladen. Wollen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einfach Vorschau. Hohe Qualität kaufen wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einfach nur eine Vorschau haben. Jetzt müssen wir hier ein bisschen warten. Hier unten könnt ihr dann den verschiedenen Seiten folgen. Also hier von RenderForce auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube und ja, Facebook natürlich auch. Und hier unten werden euch dann natürlich noch ein paar Sachen vorgeschlagen, die ihr euch mal angucken könnt. Vielleicht wären die auch interessant für euch. Also findet RenderForce. Und hier steht so, ja, folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken. Und wenn wir das jetzt gleich, wenn das gleich fertig ist mit dem Bearbeiten, wir müssen jetzt warten, bis der grüne Balken weg ist, dann kommt so eine Zickzacklinie, die müssen wir noch warten. Und dann können wir das uns angucken. Dann könnt ihr euch in Real angucken. Die Qualität ist hier natürlich nicht so prall jetzt, weil es ist nur eine SD-Qualität. Die können wir auch runterladen. Das werden wir auch mal machen. Aber viele haben sich das dann halt von der SD-Qualität halt nur die Mitte rausgeschnitten und haben das dann gestreckt und das ist dann halt verpixelt. Und um Geld zu sparen, logischerweise, haben sie denn dadurch sind sie dem Wasserzeichen entgegengewirkt, aber wir wollen jedenfalls ein vernünftiges Intro haben, aber ich habe jetzt schon für die Templates, für die Overlays, für die Stream-Overlays genug bezahlt, also für die Kameraumrandung, für den Header, für die für die Donation-Icons und für Twitch dennoch diese kleinen Icons, damit die Twitch-Seite halt schön aussieht, damit das halt alles eine Größe hat und im gleichen Stil ist und so. Da habe ich jetzt schon ordentlich hier drin gesteckt und ja. Wenn man da sparen kann, warum nicht? Mal dauert es mehr, mal dauert es weniger Zeit, das kommt immer drauf an. Das dauert jetzt bei dem hier etwas länger, ist auch viel zu machen. Ich habe auch schon längere Intros erstellt, mit 20 Sekunden, 25 Sekunden. Da es wesentlich kürzer gedauert, da war dann aber auch nicht so viel, was man im Hintergrund beachten musste. Oder was gerendert werden musste. Aber ich werde jetzt hier auch nichts schneiden, wir werden das einfach mal so lassen. Und wie gesagt, ich werde dann, wenn dieses Video fertig ist, werde ich nachher noch ein Video machen, wo wir uns alle Intros angucken werden, die ich erstellt habe. Ich habe da so viele coole Sachen erstellt und habe eigentlich zu viel erstellt und weiß nicht, was ich nehmen soll. Und da könnt ihr mir bei der Entscheidung vielleicht ein bisschen unter der Arme greifen, was euch am besten gefallen würde. Weil ich würde gerne dann in Zukunft ein Intro nehmen und das dann wirklich bei jedem. Also bei Tutorial bleibt es, was ich habe, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Unboxing, Hardware, Hardware-Check, News-Video oder Vlog oder was weiß ich, da dann immer dieses gleiche Intro nehmen. Ja, immer das gleiche, ein kurzes, knappes, wirklich wo immer das gleiche drin ist und was aber dann halt zu mir passt. So, dann gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das sieht schon wieder cool aus. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mit dem Lichteffekt hier oben auf dem Auge, das hätte ich vielleicht noch ein bisschen schneller oder halt nicht so intensiv gemacht. Ja, aber sonst finde ich das geil. So, und wenn wir das jetzt natürlich... Jetzt die 20-Sekunden-Variante zeige ich euch auch mal.
Das steht genau so. So, wir können jetzt hier wieder das Logo. Ich nehme wieder... Also hier bin ich schon ziemlich schnell. Die Handgriffe habe ich schon drin, weil das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal gemacht. Erstmal Text markieren, groß machen. Und dann schreiben wir hier Odins Tests. Save. So, Stil, blau. Musik. Meine Musik. Hochgeladene Musik. Zack. Seht ihr, das ist jetzt hier halt, hinten sind noch ist ein bisschen Lücke, 3 Sekunden Lücke. Wir können das jetzt auch hier nicht verschieben, dass es dann halt am Anfang später anfängt oder so. Das ist jetzt halt nicht möglich. Und wir können halt auch nur eins dran machen. So, und dann kostenlos. Und jetzt wird halt der gleiche, was wir eben gehabt haben, nochmal erstellt, aber halt mit 20 Sekunden und alles das, was ich erstellt habe, oder wenn ihr euch da anmeldet, also das funktioniert dann nur mit dem Anmelden natürlich, alles, wenn ihr müsst euch ganz normal anmelden und dann könnt ihr, wenn ihr dann Intros erstellt, alle die ihr erstellt und euch anguckt, die nicht abgebrochen werden von euch selber, findet ihr am Ende in eurer Bibliothek wieder, das werde ich euch auch gleich zeigen. Und wie gesagt, ich werde nachher dann auch nochmal ein separates Video dazu machen, wo ich euch alle Intros zeige, die ich erstellt habe. Ja, seht ihr, hier geht es jetzt schon wieder wesentlich schneller. Ich weiß nicht, warum es bei den 7 Sekunden manchmal länger dauert und die längeren Videos hier bum bum. Wenn man vom Teufel spricht. Ach, jetzt dachte schon. Hat kurzen Hänger gehabt. So, und fertig. Und jetzt können wir uns angucken. Und das ist jetzt praktisch das 20 Sekunden Video. Ich lasse mal den Mauszeiger hier drüber, dass er die Zeit sieht. Meine Frau sagt, der dreht sich zu langsam. Und die Musik passt irgendwie nicht dazu. Ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und man könnte ja wirklich in 2 Sekunden, könnte ich, wenn ich es in HD habe, könnte ich ja dann noch wegschneiden. Ja, weil es ist ja schon vorher da. Hier, bis dahin. Und dann halt die 2 Sekunden weg und dann hätten wir so ein Intro. Wäre halt ohne. Also das war das erste, was ich erstellt habe. Mit dem Blau. In Gold, wie gesagt, und Silber habe ich es auch gemacht. Auch in Lang gemacht und kurz gemacht. Aber durch dieses Gold und Silber, weil ich viele Farben habe und da gehen Details verloren. Und fand ich dann, ehrlich gesagt, nicht mehr so pralle. Für ein Logo, was jetzt nur so aus einem Wort besteht oder aus einem Bild oder so, wo nicht viele Farben drin sind, nicht so viele Details wie die Pupille und so von meinem Auge, von meinem Logo. Da ist es okay, aber hier finde ich halt dieses Blau, finde ich so mega scharf, ey. So. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ich euch helfen könnte, a Däumchen wäre a Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde euch werd mein Bestes tun, um euch da helfen zu können. Und ich werde jetzt gleich noch ein Video machen, wo wir uns dann alle Intros mal, die ich gemacht habe, angucken werden. Auf der Webseite. Ich habe die nicht runtergeladen. Also ihr könnt die jetzt hier auch natürlich runterladen. Hier veröffentlichen. So, zack, bumm, könnt ihr sie veröffentlichen, aber nur in SD-Qualität oder runterladen. Ich lade das jetzt mal hier runter, dann kann ich euch das mal noch kurz zeigen. Wir waren zwar gerade am Ende, aber egal. So, und dann wird das runterladen, aber halt auch nur so, wie ihr es hier seht in SD. Weil, Grund habe ich euch ja genannt, warum. Weil viele dann halt immer nur das ausgeschnitten haben und so, aber egal. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt verabschieden. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ahoi, sagt euer Odin. Ja.